Liebe Tiroler Landsleute, es gibt heute wieder viele wichtige Nachrichten, die wir euch auf diesem Wege mitteilen möchten. Zunächst einmal gibt es jetzt neue Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Südtirol. Und zwar gibt es eine neue Regelung, welche vorsieht, dass die Familienzusammenführung in den Kernfamilien jetzt ermöglicht werden soll. Das heißt, es gibt Lebensgemeinschaften, die in getrennten Haushalten leben, gemeinsame Kinder haben. Da ist es jetzt in Südtirol wieder möglich, dass man zu dem anderen Partner und zu den Kindern hinfährt. Auch bei Lebensgemeinschaften, die bisher in getrennten Haushalten gelebt haben, ist es möglich, dass diese beiden jetzt in einem gemeinsamen Haushalt zusammenleben können. Aber Achtung, diese Regelung, so wie sie derzeit formuliert ist, gilt nicht für Beziehungspartnerschaften. Also das heißt, wir haben heute von vielen die Frage gestellt bekommen, kann ich jetzt meinen Freund oder meine Freundin besuchen gehen? So wie das die Landesregierung derzeit formuliert hat, mit Kernfamilie sind Freund und Freundin, also die klassischen Beziehungspartnerschaften, damit noch nicht möglich. Genauso wenig ist es leider möglich, dass man die Eltern besuchen geht, beziehungsweise dass die Eltern die volljährigen Kinder besuchen gehen, die nicht im selben Haushalt leben. Das ist natürlich eine Einschränkung, die für viele sehr schmerzhaft ist und zum Teil auch nicht nachvollziehbar ist. Wir haben deswegen sofort bei der Landesregierung interveniert und hier auch einen eigenen Vorschlag gemacht, wie man diese Verordnung des Landes anpassen könnte, damit es in Zukunft auch für die Beziehungspartnerschaften möglich ist, sich wieder zu treffen, aber damit es auch möglich ist, beispielsweise Eltern zu besuchen oder die Eltern eben ihre Kinder besuchen können. Eine zweite Neuerung gibt es, was das Verlassen des Hauses anbelangt. Hier ist es in Zukunft in Südtirol immer möglich, das Haus zu verlassen, auch für weitere Strecken, wenn man zu Fuß unterwegs ist. Das heißt, wenn man beispielsweise spazieren geht, aber Achtung, einerseits muss man nach wie vor immer die Eigenerklärung mit dabei haben und auf der anderen Seite können die Bürgermeister der Gemeinden restriktivere Maßnahmen erlassen. Das heißt, die Bürgermeister können nach wie vor selber festschreiben, wie weit der Radius um das Haus ist, dass jemand verlassen darf. Es gibt Gemeinden, die haben 200 Meter, manche haben 400 Meter angegeben. Also hier muss man leider einfach auf das achten, was die eigene Gemeinde vorgibt. Wie gesagt, die Regelung des Landes besagt, man darf grundsätzlich das Haus zu Fuß immer verlassen, aber auf der anderen Seite können die Gemeinden eben selber bestimmen, wie diese Richtlinien ausgelegt oder eventuell sogar verschärft werden. Eine dritte Neuerung betrifft die Geschäfte und das Handwerk in Südtirol. Hier gibt es auch eine Neuerung, dass die Betriebe, die bisher schon die Möglichkeit hatten zu arbeiten, aber dieser Regelung unterworfen waren, dass nicht mehr als 5 Angestellte im Betrieb arbeiten dürfen, das wurde jetzt gelockert, also man darf jetzt auch arbeiten, wenn mehr als 5 Mitarbeiter im Betrieb angestellt sind, aber man muss natürlich die Sicherheitsstandards einhalten und auf der anderen Seite werden in Südtirol ab heute einige Geschäfte geöffnet, zum Beispiel Buchhandlungen, Papier-, Schreibwarenhandlungen, aber auch beispielsweise Kinderkleidungsgeschäfte und Babykleidungsgeschäfte. Das sind einmal für heute die wichtigsten Neuigkeiten. Wir werden auch laufend auf Facebook Aktualisierungen ins Netz stellen, weil es hier jetzt leider laufend Neuerungen und auch Interpretationen dieser Verordnungen gibt. Und es ist einfach wichtig, euch hier ständig auf dem neuesten Stand der Dinge zu halten. Deswegen achtet auch ein bisschen auf unsere Facebook-Aktualisierungen. Das sind für heute die wichtigsten Mitteilungen des Tages. Bleibt gesund, bleibt daheim und wir wünschen euch alles Gute und wir sehen uns morgen wieder.